Und jetzt sage ich willkommen zurück bei Let's Play Bleach Dark Souls. Und erstmal sorry, wenn gerade in letzter Zeit ziemlich viel Videos von Inazuma Eleven und Family Guy kommen. Aber wie man vielleicht schon erahnen kann, geht es mit den beiden Projekten schon ziemlich nah dem Ende zu. Und demnächst kommen ja noch ein paar Sommerprojekte und da würde ich einige der längeren Projekte gerne mal zum Ende führen. Aber nicht so schlimm, jetzt spielen wir mal ein bisschen weiter mit einem anderen geilen Game. Namens, wie schon gesagt, Bleach Dark Souls. Und da haben wir im letzten Part gegen Kenpachi gekämpft, mit Komamura. Und ich würde mal sagen, weil ich so gern gegen Kenpachi kämpfe, weil er so leicht zu besiegen ist, würde ich mal sagen, ich porn ihn wieder mal. Vielleicht mit sich selbst? Oder vielleicht mit Ikaku? Ich nehme mal ihn. Zuerst Klöße und dann Hollows. Mann, ist das ermüdend. Ich könnte das Fest überhaupt nicht genießen. Und Hollows gibt's ja auch weit und breit keine. Ikaku, hast du nicht zugehört? Diese Hollows haben die Fähigkeit, Shinigami zu imitieren. Gott, ich glaube, die Stimme ist ein bisschen zu weiblich für ihn, aber ich weiß echt nicht, wie sie sonst sprechen würde. Wirklich? Es könnte spaßig werden, wenn sie Kommandanten imitieren. Ja, sehr spaßig. Zum Beispiel der da drüben, der wie Kommandant Saraki aussieht. Das ist verrückt. Keiner kann seine Stärke nachahmen. Ich werde dich lernen. Du bist noch nicht mal stark genug, um dich neben Kommandant Saraki zu stellen. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Ikaku versus. Möchte gern Kenpachi mit seinem Spezialangriff You're in my way. Werden wahrscheinlich in diesem Part ziemlich oft zu sehen kriegen. Vor allem später werden wir dann Kenpachi versus Kenpachi haben. Ein mehr als epischen Kampf. Da die wirklich eine ziemlich effektive Technik ist. Und ja, wenn beide da kämpfen, dann kommt meistens diese Technik. Die auch ziemlich reinhaut. Muss man auch dazu sagen. Aber erstmal gucken wir, dass ich ihn mit der Kaku platt krieg. Mit der. Gott, wie heißt die Waffe nochmal? Ich weiß, die haben auch Ninjas benutzt. Die habe ich auch in einigen Martial Arts Filmen mal gesehen. Ist schon eine ziemlich epische Waffe. Aber wie die heißt, weiß ich jetzt echt gerade nicht. So, in your face! So, er ist schon fast down, das ist sehr positiv. Und nochmal. In den Sack getroffen. Da, wo es richtig weh tut. Gut, Blockabbruch. Und epische Combo. Ist ja echt ein bisschen schwer, das Ganze zu timen. Ich habe gerade wenig gute Karten, außer Boost Defense vielleicht. Aber da der Kampf eh schon fast aus ist, denke ich mir. Verteidigung brauche ich nicht. Und zum Abschluss Super A. Oder auch nicht zum Abschluss. Und das war's. Gut, nicht so episch wie gedacht, aber passt schon. Tja, er ist schon wieder weg. Sie konnten zwar das Gesicht wechseln, aber nicht ihr Inneres. Es wäre interessant zu wissen, ob er auch stärker wäre. Aber was soll's? Sollen wir ihn folgen? Machen wir einen Wettkampf draus. Wer ihn zuerst findet, darf ihn töten, okay? Fein. Ich werde nicht gegen dich verlieren, Ikaku. Oh Gott. Ich bin mir gespannt, ob wir dann später auch mal mit ihm spielen. Mit Yumichika Ayasegawa. Den Namen, den man sich am leichtesten merken kann. Komischerweise kann ich mich den echt am leichtesten merken, das ist schon ein bisschen eigenartig. Obwohl er der komplizierteste Name ist. Aber er ist ziemlich eigenartig. Einzigartig, meine ich. Bin mir gespannt, ob wir dann auch mal mit ihm kämpfen können. Aber erstmal, der Kampf, vor dem wir lange gewartet haben, Kenpachi vs. Kenpachi. Er lebt 5 Minuten lang, you're my way. Kenny, da lang, da lang. Ja, Chiru, ist das wirklich der richtige Weg? Keine Sorge. Siehst du? Direkt vor mir.
Hey, warte! Es sieht genau aus wie du, Kenny. Du hast auszusehen, wie ich wird nicht reichen. Mal sehen, ob du genauso stark bist. Ich sehe mir das von dort drüben an. Fangen wir an. Wenn du ich bist, liebst du das Kämpfen. Bis zum Tod. Und los geht's. Und los geht's. Und es fängt schon mal gut an. Was sagen wir, den Kämpfen macht das schon ziemlich Spaß, aber so episch wie Kenpachi ist und so stark wie er auch ist, finde ich ihn doch ein bisschen, ja, komisch zu steuern, muss ich sagen. Vor allem von den Techniken her. Klar, dass er kein Dings einsetzen kann, kein Bunker, das ist klar, denn er hat auch keins. Obwohl es schon episch mal wäre zu sehen. Aber wirklich mal eins hat. Also genau so zockt man, so zocken auch die Profis. Einfach in die falsche Richtung. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir weiche ich halt aus. Ich lese zwar den Manga aktuell auch noch, zumindest vom deutschen Stand aus. Da sind wir gerade bei Band 65 oder 56, andersrum. Wo ja die nächste Arc losgeht, die im Anime nicht vorkam, da der Anime leider schon zu Ende ist. Was ich ziemlich schade finde. Aber soweit ich weiß, kommen da auch noch die. Okay, machen wir ein bisschen Abwechslung, damit es nicht so langweilig ist. Was das bringt, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, da sind die Angriffe ein bisschen stärker. Wo ich auch gerade sehe, ich habe schlechte Karten. Wortwörtlich im Sinne. Da weiß ich auch nicht, ob er vielleicht später mal seinen Bunker lernt. Oder den Namen seines Sabakutus besser gesagt. Ja, den weiß er ja nicht. Und wenn er ihn doch lernt und dann gegen Ichigo kämpft, das würde mal episch werden. Genauso wie dieser Kampf, der gerade ziemlich ausgeglichen aussieht. Fuck, ich bin voll reingerannt. Oh, Super B. Was haben wir denn da? Erstmal treffen. Ah genau, das war das. Was für eine geile Technik. Ein epischer Finisher gewesen, aber ich glaube, das kann ich mir jetzt abschminken. Und bald haben wir ihn geknackt. Ein bisschen noch. Dann liegt der rote Kollege. Und fällt mir, ich glaube, den Kampf brauchst du schon mal wirklich. Ich glaube, sag mal, irgendwie so eine Staffel. Ich quatsch mal ein bisschen, ich verteidige mich mal. Gab's doch mal irgend sowas? Ach, das ist langweilig. Wird auch ein bisschen zu langweilig, das quatschen wir einfach mal später mal noch. Erstmal den Kollegen einen Kopf kürzer machen. Epic Finisher! Ich wollte sagen, den Kampf gab's doch glaube ich schon immer. Kenpachi gegen Kenpachi. Ups, die Maus ist im Bild. Entschuldigung. Da gab's doch mal irgendwie so eine Staffel oder so eine Arc, wo es auch so Kopien gab und da haben sie auch gekämpft. Fällt mir jetzt gerade ein. Oder war das eine Filler-Staffel? Weiß ich gerade nicht. Na egal, auf jeden Fall ist Kenpachi besiegt. Mit Kenpachi. Mist, er ist weggerannt. Ach, gerade als du angefangen hast, Spaß zu haben. Irre so zu rennen. Was für ein Waschlappen. Wie langweilig. Essdruck, regenerieren, nicht regen. Regieren, egal. Jetzt ein Shop Urahara und 300 kann. Na, reinigen habe ich gesagt, oder im letzten Part. Genau, reinigen habe ich da gelesen. Gut. So, beendet. Sieht schon mal richtig knorke aus. So, den kommen wir, warte ich mir mal für später auf mit Ganju und Rukia. Gerade die werden eher wieder ein paar Hollows zu bekämpfen haben. Da würde ich mal lieber sagen, machen wir lieber das. Rukia und ihr Bruder Byakuya. Der soweit ich weiß immer noch im Krankenhaus liegt, deshalb auch diese Krankenhaus-Atmosphäre.
Umgebung, Dengeleng und los geht's. Sollte mal weniger quatschen. Warum machst du das nicht selbst, Renji? Und warum willst du es jetzt machen? Hier wirbeln wir es überall für ein Holl aus. Darum. Außerdem habe ich dem Kommandanten versprochen, dass du sie mitnimmst. Ohne zu fragen? Hey, lass los! Renji Alvarez, Sir. Kommandant. Rückkehr ist wegen der Bananen hier. So viel Kommas, passt doch schon. Renji Alvarez, Sir. Kommandant. Komisches Deutsch, aber passt schon. Hallo, Bruder. Wow, hier riecht's aber kräftig nach Bananen. Kommandant, du musst dich doch nicht anziehen. Du musst dich doch nicht anziehen. Du willst nicht aus dem Krankenhaus entlassen. Ich habe gehört, dass irgendwelche Hollows von der Soul Society für Chaos sorgen. Übrigens, was ich sehr interessant finde, man hat ihn im Anime, glaube ich, nie von dieser Ansicht gesehen. Also von den Haaren her. Das ist mir, wo ich das im ersten Mal gesehen habe, ist mir jetzt echt aufgefallen. Das, so habe ich ihn noch nie gesehen. Vielleicht im Manga, beim Anime gab es diese Ansicht noch nie. Immer nur von vorne mit seinen... Mit denen hier, ich weiß echt nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Na egal. Wird schon stylisch sein. Genauso wie diese epische Rafer-Sonnenbrille. Aber du solltest noch nicht langsam lesen. Aber du solltest noch nicht aus dem Bett aufstehen. Rukia, sag doch was. Steh nicht nur rum, Rukia. Kommandant, sag doch wenigstens irgendwas. Was ist das für ein spiritueller Druck? Hollos, sie kommen aus zwei Richtungen auf uns zu. Rukia, bleib beim Kommandanten. Ich kümmere mich um diese Seite. Kommandant, auch der auf Rukia. Was? Renji, was hast du? Da kommen sie. Nicht die Deckung runternehmen. Okay. Besieg alle Feinde. Was junge Scheite, wenn Verbündete besiegt wird. Bruder und Schwester. Und dann kämpfen wir wieder mit der flexiblen Rukia. Und Byakuya. Den kann man nicht kontrollieren. Ja, mit Rückkehr sind wir auch schon mal relativ gut ausgestattet, auch wenn es gerade... Ne, es leckt nicht mal, das liegt einfach nur in den Gegnern wahrscheinlich. Es ist immer noch ziemlich episch, dass man die stärkeren Gegner einfach nur vergrößert. Hat schon irgendwie so einen epischen 8-Bit-Style. 8-Bit-Effekt, besser gesagt, wenn sie einfach nur vergrößert werden und dann verpixelt sind. Finde ich schon ziemlich awesome. Da sind noch ein paar. Da fliegen ein paar runter. Wunderbar. Da ist noch ein großer. Gucken, ob ich ihn erwische. Ich muss mal gucken, ob sie Sharp Gaho drauf hat. Sokatsuya hat sie drauf. Byakurai. Soll eine Shiraioki. Aber Sharp Gaho nicht, oder? Das ist sogar auch eine von den Techniken. Loskon. Also mal gucken, ob ich irgendwann mal Super Ziel rauskriege. Sie wird bestimmt richtig episch. So. Aber ich glaube, das wird in diesem Kampf nicht möglich sein. Da muss ich eher so einen richtigen Gegner besiegen und nicht solche kleinen Würmer. Ich habe natürlich Byakuya hier um die Strecke gebracht. Oh yeah. Da ist wieder was. Moment, den kriege ich. Aber schon, Super C, Super C. Dann halt nicht. Na egal. Auf jeden Fall ist das Krankenhaus wieder hollowfrei. So wie es sich gehört. Rukia, bist du verletzt? Bruder! Ich schätze, es kann das Krankenhaus noch nicht verlassen. Es ist nicht deine Schuld. Du bist noch nicht wieder gesund. Aber wir haben Byakuya freigeschaltet. Ist ja episch. Cool, wahrscheinlich im Dingsmodus, im freien Kampfmodus oder wie das heißt, Übungsmodus. Nicht schlecht. Jetzt im Shop Urahara. Systemstimme. Und Geld. Geld ist das Wichtigste. So. Und dann kommen wir mal. Orime. Auch interessant. Aber ich glaube, dass wir da mit Rüge kämpfen. Ich glaube, das sind immer die mit den linken Faces. Da mit Ganjo und da mit ihm. Na egal, machen wir erstmal die beiden Ladies. Rukia und Orihime. Mal gucken, was da los ist. Oh, Rukia. Ich habe gehört, du hast mit deinem Bruder geredet. Hä? Woher weißt du das? Warte, das muss Renji gewesen sein.
Ja, ich habe gerade mit ihm geredet. Er sagte, dass du und Byakuya Fortschritte machen würdest. Dieser Renji, lässt man ihn einmal nicht aus, lässt man ihn einmal aus den Augen, verbreitet er schon wieder Gerüchte. Renji freut sich bestimmt sehr für dich. Geschwister sollten einander verstehen. Denn du kannst ihm nahe stehen. Rühme, komm her. Rukia, wo gehen wir hin? Nach Rukon. Wir suchen deinen Bruder. Ah, stimmt, ihr Bruder, der ziemlich am Anfang der ersten, ja, an der ersten Staffel einer der ersten größeren Hollows war, die vorkam. Weiß noch, das war ziemlich episch und auch ziemlich emotional. Bin mal gespannt, ob wir ihn echt treffen. Hä? Alter, ist ja namens, jemand namens Sora Inoue hier vorbeigekommen? Hieß der Sora, das weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, dass das Sora ist. Das ist ja cool. Interessant. Den Namen habe ich noch nie gehört. Vielleicht woanders? Verstehe. Rukia, ist schon okay. Ehrlich. Was ist das für ein Gefühl? Wieder Hollos. Mit diesem spirituellen Druck könnte ich es schaffen, auch meinen jetzigen Zustand. Lauf, Urihime. Ich werde auch kämpfen. Wenn wir unsere Kräfte vereinen, können wir es schaffen. Du hast recht. Mach dich bereit, Urihime. Los geht's. Yep. Ihr habt sie gehört. Los geht's. Bruder. Und wir kämpfen mal wieder gegen ein paar Hollows, die aus der Luft kommen. Das ist schon ein großer. Mal gucken, ob ich jetzt eine super C rauskriege. Bin mir doch gespannt, wie das Solenoe Shiraioki reinhaut. Bin mal sehr gespannt, ich finde die Technik übelst geil. Ah, komm schon, in die richtige Richtung treffen, wäre gar nicht mal so das Schlechteste. Und, ah, da waren sie schon weg. Ah, ich glaube, das wird wieder nichts. Und auch schön, dass Urihime auch kämpft. Im Anime hat sie ihr Verteidiger anstatt angegriffen. Was ich auch immer ein klein bisschen nervig fand. Denn mit den sechs... Was waren das? Geister oder... Oh, das war's schon. Konnte ich kaum weiterzählen. Also diese... Geister, Feen, Dinger, die sie da hat, die man rumschmiert, hat sie eher zur Verteidigung eingesetzt. Nicht richtig, richtig zum Kampf, also so richtig extrem zum Kampf. Finde ich schon cool, dass sie jetzt diesmal einsetzt. Sie sind weg. Tut mir leid. Hätte ich dich nicht überredet, hier nach deinem Bruder zu suchen, wäre nichts passiert. Nein, ich bin es, die sich entschuldigen muss. Als ich hörte, dass... Ich fehlt. Als ich hörte, dass in die Soul Society kommen könnte... Denkt er, dass ich einfach dazu. Als ich hörte, dass ich in die Soul Society kommen würde, dachte ich, dass ich hier meinen Bruder finde. Du wärst beinahe exekutiert worden, aber für einen Moment dachte ich, dass ich meinen Bruder sehen konnte. Ich bin schrecklich egoistisch. Das stimmt nicht. Es ist ganz normal, dass du das so gedacht hast. Danke, Rukia. Auch wenn es seltsam klingt, aber ich glaube... Ich brauche meinen Bruder noch nicht zu sehen. So gibt es etwas, worauf ich mich nach meinem Tod freuen kann. Ist das komisch? Nein, überhaupt nicht. Das klingt ganz nach dir. Ich sag dir was. Bis du stirbst, finde ich deinen Bruder für dich. Das wird nicht leicht. Also lass ihn noch Zeit mit den Sterben. Yep, alles klar, dann sterbe ich mal nicht. Schon etwas eigenartig, wenn man so über das Ganze redet. Aber naja. Deiner kann. Wunderbar. Und ich sehe gerade, die Zeit ist mal wieder abgelaufen. Mit diesem Part haben wir wieder ein paar Kämpfe gepackt. 4 an der Zahl. Wunderbar. Zweimal gegen Kenpachi und ein paar Mal gegen die Hollows. Und im nächsten Part geht's noch weiter mit weiterer Hollow-Kloppe. Oh, was ist da denn los? Ein Date. Orihime und... Wieso vergesse ich immer seinen Namen? Ich bin so dumm. Der mit dem Buttermesser. Na egal, ihr wisst schon, wie ich meine. Der Typ da. Genau, Yamada hieß der, Yamada. Ein Date, Orihime und Yamada.
Also sieht aus, als würden die beiden nicht im Kerzen nicht essen, sondern eher Hollows kloppen. Mal gucken, ob du da von großer Hilfe ist. Und so wie es aussieht, können wir damit Ulrike mehr kämpfen. Das wird ein Spaß. Also freut euch schon mal auf den nächsten Part. Und wie gesagt, im nächsten Part gibt's etwas Hollow-Kloppe und vielleicht ein bisschen was von der Story mit Hitsugaya. Diesmal habe ich den Namen nicht vergessen. Also danke fürs Zugucken und es laggt wunderbar. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Bleach Dark Souls. Und das nächste Mal kommt der Part ein bisschen früher. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.